Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier an der Volksschule Schönwies. Ja, es freut mich ganz außerordentlich, dass ich Ihnen die neuen Räumlichkeiten hier zeigen darf, die nach den neuesten pädagogischen Aspekten kreiert worden sind und für unsere 6 Klassen hier wirklich ein wunderbares Umfeld bieten. Im Untergeschoss des Neubaus befinden sich der Tonsaal, der Geräteraum und die Umkleiden. Im Erdgeschoss haben wir eine Garderobe, eine Zentralgarderobe dazugeführt. Im Bestand wiederum sind 2 Klassen plus die Mittagsbetreuung untergebracht. Im ersten Obergeschoss sind die Direktion und der Lehreraufenthaltsbereich. Ja, wir sind jetzt da im Tonsaal, in so einem neuen Schönwieser Tonsaal, und ich bin total angenehm überrascht von dem Raumklima, das da herrscht, der Frischluftaustausch, die Akustik, die Helligkeit. Wir haben da 2 Oberlichter, wir sind ja eigentlich 6 Meter unter der Erde, und trotzdem haben wir ein Tageslicht da rein in der Halle. Und wenn ich jetzt daran denke, dass 6 Meter über uns ebenerdig die Kinder eine Freizeit, einen Pausenhof haben, wo sie jetzt gesichert in der Pause ihre Zeit verbringen können, nicht so wie es jetzt bislang war auf der Dorfstraße, dann finde ich die Kombination der Turnhalle mit der Gestaltung vor der Tür recht positiv. Ich darf euch alle recht herzlich einladen, gemeinsam einen virtuellen Rundgang durch die Schule zu machen. In diesem Sinne viel Interesse, vor allem für jene, die all die Schule da absolviert haben. Die Gemeinde Schönwies ist stolz, dass wir noch pünktlich und zeitgerecht die Schule zum Schulbeginn öffnen durften und den Schülern neue Räumlichkeiten anbieten können.